ready to enter on stage. Das ist eine Veranstaltung von der afrikanischen Diaspora Komitee Deutschland. Unser Thema ist heute Rassismus, struktureller Rassismus in Sport, Akademie. Im Rahmen von Black History Month 125 Jahr Bismarck-Konferenz. Ist das eine Möglichkeit, auch zu sein? Meine Damen und Herren, liebe afrikanische Freunde und Freundinnen, ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, die unsere Sponsoren uns gegeben haben, damit wir hier heute bei dieser wunderbaren Veranstaltung fortführen. Was ist Afrikanische Union, Afrikanische Diaspora? Das fragt jeder. Ich glaube, Afrikanische Union, Afrikanische Diaspora ist ein Prozess, den wir jahrelang gewartet haben, dass wir eine Möglichkeit haben, in dem die afrikanische Diaspora, egal wo sie sind, einen Beitrag in eine geordnete Art und Weise leisten, um die Weiterbildung einer afrikanischen Union, eine vereinigte afrikanische Union. Afrikanische Union, afrikanische Diaspora-Prozess wurde von 2004 fort unterstützt von der afrikanischen Union, indem sie angefangen haben, alle afrikanische Diaspora, das bedeutet Menschen afrikanischer Herkunft, unabhängig von ihrer jetzigen Nationalität, ihren Rassen, aber die bereit sind, einen Beitrag zu leisten für die weitere nachhaltige Entwicklung Afrikas. In 2005 fand eine Konferenz in Senegal, in dem die afrikanische Diaspora zum ersten Mal, das bedeutet Menschen afrikanischer Herkunft, die in Brasilien waren, in Lateinamerika, Nordamerika, Südamerika und auch in Europa, sich die Gedanken gemacht haben, wie können Menschen afrikanischer Herkunft, sei es die Kontinent verlassen haben durch Sklaverei, teilweise denen, die im Ausland geboren sind, von deutsch-europäischen, afrikanischen Eltern, wie können wir einen Brücken bauen, damit sie mit ihren Kompetenzen die Entwicklung von Afrika unterstützen. Afrikanische Union, afrikanische Diaspora ist daher von der Afrikanischen Union unterstützt, damit sie als sechste Region von Afrika sind. Sechste Region bedeutet, wir haben in Afrika Nordafrika, Zentralafrika, Südafrika, Eastafrika und Westafrika. Und die sechste Region sind Menschen afrikanischer Herkunft, die Kontinent, sei es politische Migration gründen, Sklaverei-Migration gründen, unter anderem aus Liebe-Migration gründen oder aus Ausbildung. Und diese Menschen sind die sechste Region von Afrika. Und wir wissen schon, dass die afrikanische Diaspora in Lateinamerika sind die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung, die außerhalb des Kontinents sind. Und dann haben wir die Nordamerikan, Afrikaner-Amerikaner, Afrikaner-Amerikaner, die sie auch unter dieser Bezeichnung dort finden. Und wir haben in Paris, also die europäische afrikanische Diaspora, haben sich in Paris getroffen mit Vertretern aus Deutschland, aus fast 20 europäischen Ländern, unter der Leitung von den südafrikanischen Botschaften, die jeweiligen Länder. Und sie haben dort ihre Agenda, eine afrikanische Union, afrikanische Diaspora in Europa. Was können die afrikanischen Diaspora in Europa, wie können sie beitragen, um eine weitere Entwicklung in Afrika fortzuführen? Und dabei in 2008 wurde in Südafrika ein Vertrag unterzeichnet mit der afrikanischen Union, dass die afrikanische Diaspora
einen Beitrag leisten können und leisten müssen in die Vorversammlung von der Afrikanischen Union. Daher ist die Afrikanische Union, Afrikanische Diaspora auf europäischer Ebene ein Instrument, die da ist, die afrikanische Organisation, Menschen gegen die Diaspora zu unterstützen. Sie sind keine Konkurrenz von Menschen. Wir wollen nur die Initiative als Lobbyisten für dem sein, um ihre eigene Initiative zu unterstützen. Und die Afrikanische Union, Afrikanische Diaspora Deutschland wurde auch nicht nur von der Bundesregierung unterstützt, aber wurde auch von allen afrikanischen Botschaftern, die in Deutschland sind, unterstützt. Zweiter ist, es wurde auch von der Afrikanischen Kommission und Vertreter, die in Brüssel sind, das sind die Afrikanische Union in Europa, die in Brüssel sind, auch 100% unterstützt. Und daher haben wir dieses Jahr, Gott sei Dank, Claire Bluewater und andere Partner, Cyber Nomad und zahlreiche Organisationen auch überlegt, wie können wir ein Black History Month Plattform schaffen, in dem unterschiedliche Organisationen die Möglichkeit haben, Mittel zu bekommen, um ihre Ideen zu erreichen. Und wir haben eine Rolle gespielt als ein neutraler Vermittler, damit diese Organisationen zusammenkommen, um ihre eigene Agenda und Themen fortzuführen. Darum haben wir sind sehr, sehr dankbar, dass trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten, dass wir wunderbare Veranstaltungen bis jetzt eingesetzt haben. Letztes, diese Black History Month dieses Jahr ist eine unglaubliche Veranstaltung, weil es ist kaum 50 Jahre nach dem 50 Jahre nach der Unabhängigkeit von vielen afrikanischen Ländern. Und zweiter, Februar dieses Jahres ist auch 125 Jahre nach der Teilung Afrikas. Und diesen Prozess haben wir angefangen mit einer Global Diasporas Conference, in dem wir Vertreter aus USA, Lateinamerika und die Karibik und unterschiedliche europäische Länder, die wir ein Berliner Declaration gemacht haben, in dem wir Länder, Regierungen und auch Menschen fordern, Menschen afrikanischer Herkunft und Freunde afrikanischer Menschen und Instituten, dass sie aufwachen und auch mehr anstrengen, um ein neues Kapitel im 21. Jahrhundert zu setzen. Daher laden wir Sie ein, meine Damen und Herren, dass wir gemeinsam arbeiten, um diese Idee voranzutreiben, damit unsere Kinder und Kinder unserer Kinder auch in einer Welt leben, in dem Menschen afrikanischer Herkunft mit Respekt begegnen, in dem Menschen, die nach Europa bzw. Deutschland die Chance haben, in unterschiedliche Organisationen reinkommen, in dem Menschen Deutschland gekommen sind und mit der Hoffnung, dass sie eine Perspektive haben, nicht in Gefängnis sitzen im Namen des Asylheim, dass wir diese Menschen Perspektiv geben, damit sie auch einen Beitrag leisten, dass die deutsche Gesellschaft auch die Potenzial dieser Menschen genießen, sowohl auch, dass sie einen Beitrag leisten, damit die afrikanische Kontinent vorankommen. Also afrikanische Diaspora steht als eine Plattform und laden Sie alle ein, damit Sie auch uns in diesen Prozess einschließen, damit wir gemeinsam eine zukünftige Perspektive zwischen Europa und Afrika fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kennedy. Du kannst ja zu mir kommen.